Jo, Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute Freitag 19 Uhr und wir haben das Premier League Tots rausbekommen oder beziehungsweise Team of the Season so far. Und diese SBC haben wir heute bekommen und zwar ist der gute Ndidi rausgekommen. Wilfried Ndidi, diese SBC besprechen wir heute hier. Ich gehe auf die Karte ein und am Ende des Videos werdet ihr noch mein Community Pack sehen, was ich gestern geöffnet habe, privat. Deswegen werde ich es nachkommentiert reinschneiden, beziehungsweise unkommentiert reinschneiden am Ende des Videos. Ja, dann habt ihr da nochmal mein Community Pack und ja, wie gesagt, heute besprechen wir den guten Ndidi, ob sich der lohnt oder nicht. Außerdem wird später in 1-2 Stunden ein Double-Upload kommen, denn wir haben zwei neue Wochenaufgaben und auf die gehe ich natürlich auch ein. Ja, ich bespreche mit euch diese Aufgaben. Aber wie gesagt, heute geht es um Wilfried Ndidi. Wir schauen uns die Karte an und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. So, wir schauen erstmal an, was wir abgeben müssen. Oh, das ist nicht wenig, aber Ndidi ist halt wirklich ein sehr, sehr starker Karte. Ich habe den Inform von ihm gespielt. Wir haben hier einmal ein 83er Rating mit einem TOT Moment, ja, heißt hier haben wir ungefähr 30k. Hier kriegen wir was für ein Pack, ein Premium-Gemischspiel, das ist ein schlechtes Pack. Hier haben wir ein 84er Rating, auch wieder Team of the Week oder TOT Moment, Premier League mindestens ein, hier war Leicester City mindestens eins und so. Ein Vardy oder ein Ndidi würde hier ganz gut passen, Ndidi ist sowieso nichts wert auf dem Markt. Hier haben wir, wie gesagt, ein 84er Rating, das wird, ja, 60k schätzungsweise kosten. 50-60k und hier kriegen wir ein Jumbo Premium Gold Pack, also 15k Pack, ich glaube 15k Pack, auch kein gutes Pack. Und hier haben wir ein 85er Rating, hier kriegen wir ein Prime Elektrum Spieler Pack, ist auch kein gutes Pack. Und hier haben wir ein 85er Rating, heißt hier müssen wir, was kostet das, 80k, 70k, heißt wir haben hier ungefähr 150k maximal, würde ich sagen, aber durch die Icon-SBC, die gestern rausgekommen ist, der Markt ein bisschen angestiegen, ja, vor allen Dingen auch, ja, Markt war an sich nicht am Boden, ja, ich schätzungsweise 150k kann sein, dass es weniger, kann auch sein, dass es mehr kostet. Wenn ich den Preis habe, pinne ich euch oben in den Kommentaren an. Und was kriegen wir denn für circa 150k? EA, Dankeschön. Wir kriegen eine Wilfried Ndidi, 1,83 groß, mittelhoch, Spezialwillen 3, schwacher Fuß 4, gefällt mir sehr, sehr gut, Körpergröße super, 3 Sterne Spezialwillen, mehr braucht er nicht, 4 Sterne schwacher Fuß, hier wäre natürlich 5 besser gewesen, aber 4 ist auch okay, akzeptabel und er hat geile Werte, er hat wirklich, wirklich geile Werte und mir fällt direkt ein Spieler ein, den er grün linkt, ja, nicht wahr, die Leute, auch wenn er jetzt wahrscheinlich rausgekommen ist, weil ich habe das Team of the Season aus der Premier League noch nicht gesehen, er ist sehr wahrscheinlich rausgekommen, Okocha, Leute, Okocha ist eine sehr, sehr, sehr geile Icon, viele, ich habe die zwar noch nicht gespielt, aber viele sagen, die spielt sich sehr, sehr, sehr nice. Und damit können wir ihn grün linken. Okocha ist halt eher offensiv und Ndidi ist defensiv, das heißt, die beiden passen zusammen ins Team und Tempo mit 81 super, Schuss mit 81 super als zentraldefensiver Mittelfeldspieler, Passspiel mit 83 super, vor allen Dingen der kurze und der lange Pass mit über 90, ja. Dribbling ist okay, die Ruhe sticht hier raus, die Beweglichkeit, die Balance ist leider nicht so gut. Dazu hat er auch eine 82er Stärke, die auch nicht top ist. Heißt, hier würde ich wahrscheinlich ein Engine draufpacken. Engine, weil Shadow, ich meine, defensive hat er schon über 90, ja. Ein Anchor, ein Engine. Sowas würde ich auf jeden Fall hier drauf packen. Physis, ja, Ausdauer 99, Sprungkraft 99, Aggressivität 94. Da braucht man nicht viel zu sagen, Leute. Eigenschaften hat er dann nicht. Macht ihr diese Karte 150k oder nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt, wie gesagt, habe ich noch meinen Community-Tots. Das wird, werde ich unkommentiert lassen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Ich war ein bisschen angefressen, aber wie gesagt, ihr werdet es gleich sehen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal, wie gesagt, Daumen nach oben. Und ein Abo würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns später wieder zu dem Double Upload. Haut rein, Leute, bis dann und ciao.